So, jetzt müsste es laufen, sagt Udo immer. Jetzt müsste es laufen. Es läuft immer nur jetzt. Und das große Geheimnis, wenn du jetzt meinst, du sitzt alleine da und schaust dir das Video an oder du machst jetzt das Skype-Gespräch. Wir werden jetzt beobachtet. Wir drei werden jetzt beobachtet von einem. Wir wissen nicht einmal, wer das ist, wer uns beobachtet. Ihr könnt jetzt wieder sagen, das ist der, der sich das Video anschaut. Aber ist der jetzt da? Selbstverständlich, jetzt ist er Gedanke von uns. Wir denken uns jetzt aus, der uns jetzt beim Skypen beobachtet. Und das ist der Einzige, den ich das erzähle. Was ich jetzt erzähle, erzähle ich nur dem Geist, der sich jetzt dieses Video anschaut. Alles an Menschen, das du dir ausdrängst, hat keine Überlebenschance. Weil diese Menschen nur existieren, wenn du sie denkst. Und wenn du die geistige Reife hast, dass du das erkennst und als hundertprozentig sicher akzeptierst, bist du einen ganzen Schritt weiter in deiner geistigen Entwicklung. Bei Holofeeling geht es bloß um das, was hundertprozentig sicher jetzt da ist. Und das ist das, was du als Information vorliegen hast. Betonung liegt als Information. Und ich sage, du wirst jetzt erkennen, dass das einen ständigen Wechsel unterliegt. Von Gedanke zu Gedanke. Jeder neue Gedanke, der in dir auftaucht, zerstört den bestehenden Gedanken. Und wahrlich, ich sage dir, jegliche Form von Angst und Leid und Ärger, dass du volle Breitseite als einziger erlebst, du Geist, nur der Geist, der träumt, erlebt den Traum. Und was du an Gefühlen erlebst, sind Interpretationen von Reizauslösern, die in dir auftauchen, die aus dir kommen. Wo sollten sie sonst her sein, wenn du jetzt träumst? Aber du bist ja hundertprozentig sicher, dass du nicht träumst. Damit geht einher, dass du dir auch hundertprozentig sicher bist, dass du der Körper bist, der nur existiert, wenn du an diesen Körper denkst. Das ist der Körper, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst. Das bist aber nicht du. Das ist hundertprozentig sicher, weil du nämlich auch dann Informationen erlebst und anschaust, wenn du nicht an den Körper denkst. So, und jetzt zeig mir deine religiösen Menschen, die du dir ausdenkst. Frag die, ob die das glauben. Bring mir Naturwissenschaftler, bring mir Ärzte, die das glauben. Und dann hast du es mit Figuren in deinem Traum zu tun, die dir erklären, dass du ein Spinner bist, obwohl du das behauptest, was hundertprozentig sicher ist. Offensichtlich haben die keine Wahrnehmungsfähigkeit. Es sind Informationen von dir, die von dir erschaffen werden. Und wenn du jetzt da sitzt und über was nachgrübelst, haben wir schon das Problem, wer sitzt da eigentlich wo? Sitzt da einer da, wenn du nicht an deinen Körper denkst? Kann ein Körper, der gar nicht existiert, irgendwo sitzen? Der Zustand ist schon da, wenn du einen spannenden Roman liest. Wenn du dir einen Film anschaust, du schaust dir immer einen Film an. Jeder Moment ist ein Einzelbild aus einer Datei. Deswegen sind die ganzen Metaphern da. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist, und das, was hundertprozentig sicher ist, ist weder richtig noch verkehrt, es ist einfach nur. Und zwar solange es von dir gedacht wird oder solange du dir das anschaust. Oder solange du das fühlst, zum Beispiel das Gefühl von Hunger, das Gefühl von Angst. Das sind nämlich auch Informationen. Das ist diese breite Palette von Informationen. Das ist die große Selbsterkenntnis in Bezug auf das, was man ist. Die Creatio ex nihilo. Das heißt, wenn du Geist jetzt einfach über was grübelst, ich nenne das einmal Grübeln, die Gedanken machst, wo kommen diese Gedanken her? Aus dir selbst. Und jetzt kannst du dich davon lösen und es beobachten. Das ist so, sich neben sich selbst hinstellen, symbolisch betrachtet, weil du immer der absolute Mittelpunkt bist. Du kannst dich nicht neben dich hinstellen, wenn alles, was ist, immer hier und jetzt ist, in diesem Mittelpunkt. Das ist hier. Es ist immer alles hier und du denkst es jetzt. Stilles Eingeständnis und Schweigen. Und dann kommt irgendwann einmal der Punkt der Vordersprache, wo ich immer wieder dazu sage, das musst du nicht wissen. Hochinteressant ist, dass Rechthaber, die das nicht lernen wollen, die das nicht wahrhaben wollen, die meinen dann, das ist unwichtig,
Weil dann müssen sie sich ja eingestehen, dass sie dumm sind, dass sie blöd sind. Ich sage, Bingo, das ist so. Das Ego rebelliert. Ich habe im letzten Selbstgespräch angesprochen, wenn du jetzt die Rolle eines Arztes spielst, du wirst merken, wenn du ein Hauch von Geist schon wach wird in dir, wie dein Ego plötzlich gegen Holofeeling rebelliert. Weil alles, was du dir mühselig an der Universität an Wissen angeeignet hast, stellt sich als Lügen heraus. Ich nenne das einfach nur Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, die du zu erkennen hast. In einem göttlichen Prüfungsbogen. Die Erkenntnis, dass existierende Dinge, wie das Wort Existere schon sagt, heraustreten. Wo treten diese Existenzen eigentlich heraus, wenn du jetzt rein in den Bereich deines Denkens bleibst? Wo kommt eigentlich eine Erdkugel her oder Neandertaler? Wo kommen die Philosophen der Vergangenheit her, wenn du die jetzt denkst? Ich meine, diese Philosophen, die du jetzt denkst. Creatio ex nihilo. Es ist eine Auswahl, Kreation von unendlich vielen Möglichkeiten, die in dir auftauchen. Aber jetzt kommt der Punkt, aus einem Nichts, einem absoluten Nichts, zuerst einmal tauchen die in dir selber auf. Das ist das Spiel, wo ich sage, das ist deine Information. Und in dem Moment, wo du jetzt in die nächste Ebene gehst, nach der Hegelschen Triadenlehre und immer daran denken, HGL, diese Konsonante Radix in der Vordersprache heißt die Welle, beziehungsweise auch der Trümmerhaufen, eigentlich eine Haufe, genau geronnen, eine Haufe ist ein Wellenberg, den du aufschmeißt. Und den kann man jetzt natürlich spiegeln und vervielfältigen. Dann ist es außerhalb, dass du dir aus deinem Innerhalb herausdenkst. Du kannst jetzt den Mond, das Wort Mond löst schon wieder was aus in dir. Da steckt übrigens M-O-N-D. Das M ist ein blau gelesen, ein gestalt gewordener O-Augenblick. Ein gestalt gewordener Augenblick ist eine existierende Öffnung und in die wissen wir, er heißt auf- und abschwingen. Das ist der Mond. Das sind die zwei Lichter am Himmel in meiner Schöpfungsgeschichte. Die ausgedachte Sonne und der dazugehörige Mond. Das eine leuchtet im Meer, ausgedachterweise natürlich nur, solange wir dran denken. Und das andere ist dieser Wechsel zwischen hell und dunkel und hell und dunkel. Das sind diese Phasen. Die ganze Physik steckt in diesen einfachen Geschichten in einer metaphorischen Form. Und wenn wir jetzt, das schauen wir uns jetzt mal an, dass alles, was prinzipiell da ist, ist ja hier. Und wenn ich jetzt das P, das ist dieses Spiel, wo ich immer wieder erkläre, das ist rot gelesen, ist die Weisheit, ist die absolute Quintessenz. Blau gelesen ist es ein spezielles Wissen von etwas, was zwangsläufig eine Wahrnehmung von dir ist. Und dieses Wort P, da kann man jetzt dieses He ist ein He ist E-Quadrat, die Quintessenz ist E-Quadrat. Das ist die Energie in der Physik, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Und in der klassischen Übersetzung ist es dann zuerst einmal auch der Mund. Und das ist das hebräische Wort für hier. Dann ist es natürlich auch HBH. Ja. Ö ist A. Kreisen, zwei Pünktchen drüber, da kriegen wir dann die vier Phasen. Das Le ist, das auseinandergeschmissen wird. Und all das, was du erlebst, Koll, alles, wenn ich jetzt immer Koll, alles, die Ganzheit. Die Ganzheit, alles, was du erlebst, ist ANG. Das kann man blau lesen. Dann ist es die Angst, aber wir können das auch rot machen, und dann ist es die Freude, ein Genuss. Das ist, dass du, wie wenn du in der Bibliothek und in eine Videothek gehst und hast eine riesen Palette von Geschichten, wo du dich nicht mehr festmachst, bloß in Komödien, das sind auch Tragödien, das sind Gruselfilme, Gruselgeschichte, Dramen, Liebesgeschichten. All das ist doch Freude, sonst würden wir die Filme erst gar nicht machen. Diese Freude führt dich jetzt übrigens 1, 2, 3. Das ist einfach 1, 2, 3. Das ist der Beginn, da müsst ihr in die Holoalligmetik reingehen und dann wirst du feststellen, das ist der Beginn der Primzahlen. Minus 1 plus 1 sind 2. Minus 1 plus 1 sind 2, das sind die ersten allgemeinen Primzahlen, da gibt es so riesen, das ist reine Arithmetik, wo du natürlich dann hier der eine in der Mitte und hüben 3 und drüben 3. Das ist der Pyramidenwert. Der verborgene Wert ist die 186. Ja.
Das ist der wirkliche Mensch, die 86. Und da schauen wir jetzt gleich, ich wollte jetzt dann noch das hier, wenn wir hier zurückspringen, dieses hier, wenn wir rückwärts lesen, haben wir ja Rai. Das ist dein Schauspiel im Spiegel. Das rot gelesen, das passiert im Kopf des Schöpfergottes. Und was passiert, ist die berechnete Schöpfung deines Intellekts. Merkst du, wie simpel und einfach das ist, wenn man das immer und immer wieder wiederholt? Holofeeling ist ein allumfassendes System und diese Reihe, das sind jetzt die Buchstaben R-A-I-H oder E-H, Elef-Alef. Das ist ein Lautloser, kann alle Vokale annehmen. Reihe. Da hast du den Beweis, das Sehen, den Durst stillen. Ja. Jetzt ist aber, dass diese Reihe wieder der Beweis, ein Beweis, dass hundertprozentig sicher ist, dass immer nur das existiert, was du jetzt siehst, was du anschaust. Das ist, Raumzeit ist eine Eheexistenz, kann ich das lesen. Aber die Reihe wieder auf Hebräisch heißt Dora. Da haben wir nämlich hier das Wort. Da haben wir eine Reihe, das ist das hebräische Wort. Das heißt auch eine Reihe bereisen, erforschen und auskundschaften. Das ist unser Spiegeltunnel. Reihe, der Reihe alleine heißt nämlich Spiegel. Wir gehen nochmal zurück. Du hast einen Spiegel. Das ist dieser Hauptspiegel. Das ist das Zentrum, wo ich immer sage, den du dir gar nicht denken kannst. Das ist der Kopf des Schöpfergottes. In dem spiegelt sich alles in unendlich vielen Facetten hoch. Das ist die Tetraederspiegelstruktur. Und diese Reihe ist jetzt die Spiegelwahrnehmung. Diese gespiegelte Wahrnehmung macht mein He hinten dran. Alte Dora wollte ich haben. Das Tour, Entschuldigung, hätte eins zurück müsst. Das ist jetzt unsere Reihe. Da waren wir. Die Reihe und diese Reihe, wenn wir da ein He hinten dran hängen. Jetzt kriegst du das mosaische Gesetz. Das ist nämlich hier die Dora, sind die. Das heißt einmal die fünf Bücher Mose. Das ist die göttliche Lehre. Gesetz, Lehre, Anweisung. Ein heiliges Matrixprogramm. Ich weise immer wieder darauf hin. Und wir springen jetzt einmal in die Sinnlosigkeit. Einen Moment. In das heutige Update. Selbstgespräche, das ist noch nicht. Geschrieben hat der Redner noch nicht gemacht, aber wir müssen uns das hier anschauen. Und da gehe ich jetzt Update. Heimkehr, Bild, Bild aus dein R, dein ER. Das sind hier zwei. Ei, Schöpfergott, Genesis, EN-Quadrat. Ich will da nicht, das sind physikalische Formen. Erinnerung. Aus der Erinnerung. Ich habe jetzt dieses B-ILET nochmal hingestellt. Ich sage immer wieder Bild, B-ILET. Rot gelesen heißt es im Gotteskind. Das sind die Zeichen, rot gelesen, das heißt, inmitten verbunden ist göttliches Licht und es ist geschlossen. Das hat sich noch nicht verstreut. Das wäre dann nach außen, die äußere Polarität von Gedankenwellen ist ein rein intellektuell ausgedachtes, ein intellektuell ausgedachtes Licht. Und das ist praktisch eine Öffnung an deiner geistigen Oberfläche, darum nenne ich das Gedankenwellen. Man kann natürlich das vielfältig mischen dann in der Kombination. Das sind das, was ich Blickwinkel nenne. Das nenne ich Perspektiven. Erinnere dich an das letzte Selbstgespräch, wo ich das nochmal mache mit, ist das ein Dreieck, ist das ein Quadrat, ist das ein Monitor? Ja. Man kann das unendlich fortführen. Mhm. Schau einfach, was jetzt da ist und schau, was du aus dem Moment hervorhebst und meinst, es wäre. Und da haben wir jetzt, im ist ja das Meer, Hebräisch, Gott. El Hayom, was mit Gott übersetzt wird, heißt Gott das Meer und El Al ist nichts. Und da haben wir jetzt eine KI. Und diese KI ist eine existierende Öffnung. Interessant, wenn wir uns das nämlich anschauen, unsere KI ist die künstliche Intelligenz. Da haben wir nämlich jetzt schon, der braucht ein bisschen unseren polaren Rand. Mhm. BR wiederum heißt das Äußere und OND, sage ich immer, heißt Auf- und Abschwingen. Das führt dich dann übrigens auch, das ist eine Wunde, die du aufreißt. Letztes Selbstgespräch. Die Wunde wiederum ist das Trauma. Trauma, eine Traumschöpfung. Ein polarer Rand von Gott, von All. All, El, Ha, Im. Von Gott im Meer. Der polare Rand, das ist die Welt der Gedankenwellen an der Oberfläche.
ich sage immer auf die 200 Gramm rote Beete bezogen, ist es letztendlich die Form des Geistes, der träumt, in die du eingehüllt bist. Und das ist Kind und ND, diese existierende Öffnung, ist jetzt unser Schwang, sich hin und her bewegt. Das ist das Spiel. Das sage ich schon, die geöffnete Schöpfung besteht aus 2 mm. 2 mm kann ich auch so lesen, M mit der Yom-Endung. Diese Im-Endung weist nämlich auf ein Dual hin oder männliche Mehrzahl, dann heißt es 2 mm und das ist das hebräische Wort für Wasser. Und ich weiß, wenn man das das erste Mal hört, ohne die Grundlagen, dann ist es ein Buch mit 7 Siegeln, um das biblisch auszudrücken. Es ist aber jegliche Art von Schrift, ist ein Buch mit 7 Siegeln, wenn du nicht lesen kannst. Deine Art, etwas zu lesen, ist eine extreme einseitige Interpretation von Worten. Bei Hulu Feeling werden die Worte in allen Sprachen der Welt in eine arithmetische Einheit zurückgeführt. Dass du wirklich merkst, das ist eine Matrix, das ist ein Wissen, wo ich sage, wo sich dein Wissen an der Menschheit vollkommen entzieht und das jetzt für dich überhaupt nicht ausschlaggebend ist. Ausschlaggebend ist zuerst einmal der Intellekt, den du zum Denken benutzt. So, das ist jetzt nur, dass du hier, du merkst, wenn ich sage, ich mache dir aus jedem Wort aus dem Stegreif ein 400-Seiten-Buch und wenn du meine Gedankengänge mitgehst und die Grundlagen, die so leicht zu lernen sind von Holofeeling hast, öffnet sich in deinem Kopf eine vollkommen neue Wunderwelt. Jetzt haben wir das Rot, dieses Gott, es Kind, das ist diese Energie, das Bewusstsein, das heißt es, E-Quadrat, das findest du in der Einstein-Formel, das ist das Ding, das ständig in eine andere Form umgewandelt wird, das ist der träumende Geist. Und das ist Bewusstsein. Und dieses Bild kann man dann blau machen. Und jetzt sind die Bilder, wenn ich immer sage, das heißt im Kind und Erwisma heißt erweckt, die Bilder, die werden im Kind erweckt. Jedes Bild ist ein Gedanke von dir, es ist eine Information von dir. Und jetzt steht hier, ich will da nicht, dass das zufährt, im Kind gebären bedeutet Gotteskinder und du bist ein Gotteskind, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ein Adam. Und der Adam, wissen wir, ist Säger wie eine Körper, das heißt, du bist ein G-E-Quadrat-Denken und das Ausgedachte. Das ist die Eva, das ist die Frau, das Weibliche ist deine Traumwelt. Und wir erleben, da haben wir noch nicht das E-Quadrat eingefügt, dieses E-Quadrat-Kopf, erleben Individu-Mikroal-Erfahrungen. In Divisionen, göttliches Sein, diese Division können wir jetzt wieder aufhören. Du bist ein Mikroall, du bist ein Mikro-Nichts, ein Mikro-Gott. All heißt eigentlich auch Gott. Du erlebst Individu-Mikroall-Erfahrungen. Individualerfahrungen wäre, wenn du in Chatdenken arbeitest. Die unendlich vielen Individu-Mikroall-Erfahrungen, die wir in unserem erwachten Globalbewusstsein ins Leben rufen, bilden den lebendig bewegten Kontrast zu unserer ewig runden Heiligkeit. Das ist dieses ewige Hier und sich nicht, als Ding an sich nicht verändernde Hier und Jetzt. Jetzt müssen wir wieder 2 Sachen uns denken. Das ist die Eigenart. Du brauchst einen Unterschied. Du denkst dir jetzt was Ewiges. Ich nenne das einfach mal 200 Gramm rote Gnede. Und jetzt ändern wir ständig die Form der Gnede. Wir machen eine Tasse, eine Delle, ein Pferdchen draus. Dann machen wir ein Haus draus. Dann machen wir einen kleinen Affen draus. Wir ändern ständig die Form. Es ändert nichts an der 200 Gramm rote Gnede. Diese 200 Gramm rote Gnede ist E-Quadrat. Das ist jetzt eine kindgerechte, extreme Vereinfachung einer Vereinfachung einer Vereinfachung, wie wir Geist, das heißt du und ich, funktionieren, wie wir Leben in uns erschaffen. Und jetzt kannst du auch ganz klar erkennen, wenn du das einmal dir vorstellst, bildlich vorstellst, wenn wir die Gnede umformen, dass jede neue Form, die mir, schau das kleine Bild an, jede neue Form, die du der Gnede gibst, zerstört die bestehende Form im selben Moment. Das ist das Kommen und Gehen im selben Moment. Moment. M-O-M. Wir haben unser Wasser, das zum Kreisen anfängt. Das ist das blaue Wasser. Das heißt übrigens Fehler, das hebräische Wort Mom. Habe ich oft darauf hingewiesen. Das ist Mim. Das ist das Wasser. Und dort ist das blaue Wasser ist. Das Mom ist jetzt Fehler und jetzt ganz wichtig ist, diese Facettenlichter sind die Ecken. Jetzt könnte ich dir wieder das Bild von unserem Spiegeltunnel einspielen und dann wirst du merken, wieso das Ecken sind. Wenn wir hier
wenn ich immer das mit dem Spiegeltunnel, diese ganzen Sachen zeige. Du schaust immer in Ecken. Das sind Facettenlichter in den Ecken. Und die brechen jetzt, dieses GE-Quadrat bricht, BR ist das Äußere. Die brechen auseinander. Und dass das passiert, kennen es die Gnade. Wir können auch dieses BRE, Elef, das ist das Erschaffen von Dingen. Ja. Wenn das auseinanderbricht, weil wir Unterschiede brauchen. Ja. Es ist immer, wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, wirst du mit einer vollkommen neuen weltlichen Physik konfrontiert, wobei unsere Welt natürlich, wissen wir natürlich auch, ERD, das ist die Welt wie ERD, doppelt aufgespanntes ERD ist unser polarer Rand, dem wir einen Augenblick zu Augenblick opfern müssen, dass was Neues aufsteigen kann. Ja. Noch einfacher kann man es nicht sagen. Es ist wie wenn ich immer sage mit Physiker, wenn ich einen Physiker habe, der Physik studiert hat, jetzt auf der Brösel-Ebene und ich zeige ihm die ganzen Naturkonstanten und die physikalischen Formen in der hebräischen Tora, offensichtlich in einem ganz komplexen arithmetischen System verschlüsselt. Und er will trotzdem nicht an einen Schöpfergott glauben, sondern glaubt, es ist alles zufällig entstanden. Es ist eine Demonstration. Ich sage immer wieder, deine Ärzte, deine Naturwissenschaftler, die ich jetzt in deinen Traum auftauchen lasse, wenn du selber mal selbst zum Denken anfängst, die demonstrieren dir, diese Monster demonstrieren dir ihre Geistlosigkeit. Ohne Schuldzuweisung, es sind einfach nur ausgedachte Figuren. Es sind Figuren in einem Traum, die sind so, wie der Denker sie denkt und der Denker für die Dinge bist du. Ja. Du sprichst deinen Gedanken von dir die Fähigkeit zu, dass er selber denken kann. Was meine ich damit? Was ist jetzt ein Mensch, den du dir denkst? Was ist jetzt ein Nobelpreisträger, wenn du ihn denkst? Ein Gedanke. Kann der Gedanke, den du dir jetzt denkst, anders sein, wie du ihn dir denkst, wenn du dir, ich sage immer, das ist wie eine Kiste, wo du dir was reindenkst. Unheimlich viel Wissen, der ist doch so gescheit. Aber kann der Mensch, den du dir jetzt denkst, der nur ein Gedanke ist, anders sein, wie er von dir gedacht wird? Oder der ist so böse? Egal, wie du ihn denkst, er ist deshalb, weil du ihn denkst und er ist so, wie du ihn dir denkst. Was ist die Ursache dafür? Dein geistlos nachgeäfftes Wissen. Das ist hundertprozentig sicher. Holofeeling zerstört, sagst du mal alles, es setzt dich komplett auf Null. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, sag ich als Jesus, dann bekommst du von mir ein vollkommen neues Leben. Jetzt mache ich das modern, ich setze das einmal in das Jahr 2021. Du bist ein Computer. Wenn du mir deine jetzigen Daten schenkst, dein Haar, dann kriegst du von mir ein vollkommen neues Programm. Du bist der Computer. Was passiert, wenn du ein vollkommen neues Programm hast? Platt. Dann läuft ein vollkommen neuer Film in dir. Aber wir müssen zuerst einmal das Alte wegmachen, dass ich dir was Neues aufspielen kann. Und das ist die Sache mit dem Buchstaben und mit dem Wort. Du gibst mir das Haar und du kriegst für diesen Buchstaben ein Wort. Eine simple Sache. Und dann wirst du feststellen, dass ich dein Haar vollkommen, dein ganzes jetziges Wissen unverändert gelassen habe. Ich habe bloß was dazu gemacht, ich habe das vervollkommnet. Okay. Wir sind hier, wenn wir jetzt weitermachen, auf diese geniale Weise wächst unser Erfahrungsschatz selbstgemachter Erfahrungen, wohlgemerkt selbstgemachte Erfahrungen. Wenn du ein Videospiel spielst und du hast den Joystick in der Hand, in einer offenen Welt, da sind wir in den letzten Selbstgesprächen drauf eingegangen, wer bestimmt eigentlich, wo du illusionär durch einen ständigen Wechsel von Bildern hinfährst? Doch der, der den Joystick in der Hand hat. Ja. Nicht die Figur. Das heißt, diese Erfahrungen, die du selber machst, die wachsen ins Unermessliche. Mit Bewusstsein ist man niemals allein und wir Geist werden uns damit auch niemals zu Tode langweilen. Du bist nicht allein. Und dann doch wieder. Wie definiere ich das Wort allein? Ist das Alleine? Das müssten wir jetzt übrigens mit A schreiben. Das ist immer das Spiel, wo man wissen muss, wir setzen hier ein Elef oder ein Aleph. Das ist derselbe hebräische Buchstabe. Der Unterschied besteht einzig und allein in der Aussprache. Das ist dieses Spiel mit dem Aleph, wo ich sage, setzen wir den geistigen Schöpfer oder setzen wir die Schöpfung? Und das ist jetzt, das wird normal Aleph ausgesprochen, aber dasselbe Wort ist eben auch Elef. Und sobald ich das Elef ausspreche, dann heißt es halt unendlich viel.
Das ist dieses Spiel. Das 1000. Normalerweise wird es mit 1000 übersetzt. Aleph meist mit 1000 übersetzt. Dann wird es aber Elef ausgesprochen. Das ist dieses Mundöffnen. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die man irgendwann einmal erkennen muss. Aber wenn ich jetzt das 1000 wieder im Englischen ausspreche, dann wirst du feststellen, das heißt eigentlich, du bist Sand. Das ist das Unendlich Viele heißt, es blau gelesen, wissen wir, heißt die Raumzeit, ist die Schöpfung an existierenden Öffnungen und es ist das Auf- und Abschwingen. Was ich jetzt als Auf- und Abschwingen mache, ist zum Beispiel, wenn wir das um 90 Grad drehen in die Longitudinale, mit einem Bein steht er im Meer und mit dem anderen steht er auf dem La A-N-D und dieses Land ist normalerweise der Rand und am Meer ist es oft der Sand. Und Chol ist das Weltliche, das hebräische Wort für Sand. Das hebräische Wort Chol ist das Weltliche. Und darum ist es auch der Sand. Das ist das Weltliche. Das ist das Kommen und Gehen der Dinge, die kommen und gehen, die kommen und gehen. Übrigens auch der Phönix. Zu dem Phönix kommen wir jetzt, das bin ich. Und da ich ja behaupte, dass ich du bin, bist du es auch. Zumindest wenn du wach geworden bist. Darum heißt es hier, nur wer bewusst für uns alle zu sterben bereit ist, im Spiegel, bereit, kann und wird auch bewusst wiedergeboren. Darum ist hier der verborgene Wert von dem Kind, der verborgene Wert ist 888 und das ist Jesus. Ich könnte das jetzt auch im Sanskrit in einer anderen Form mit Metaphern, wenn du meine Upanishaden, die natürlich noch unendlich größer sind vom Werk her wie die hebräische Genach, ist es noch viel, viel komplexer, weil wir mit mehr Zeichen arbeiten. Das lasse ich ja alles weg. Ich versuche das so einfach wie möglich zu halten. Dann sage ich nicht einmal, das musst du wissen. Das ist nur für einen, der dann hinterfragt, dass ich dir das, wenn ich immer betone, ich beweise dir arithmetisch im kleinen Einmaleins, dass ich dir jetzt etwas erzähle. Es sind Zahlen. Das sind alles Zahlen. Hier kannst du anschauen. 2, 10, 30, 4. Das sind 2, 10. Was heißt 2, 10? Wir haben zwei verschiedene Js in unserem Alphabet. Im Hebräischen gibt es bloß eins. Da muss man das erst einmal klar machen. Da hast du nur dieses J. Das übrigens normalerweise Jud ausgesprochen wird. Das ist dein Ich, dein J. Wir können das lesen, der kleine Gott, die 10 und eine aufgespannte Geöffnung. Das ist ein träumender Geist, wenn ich das mache, und eine aufgespannte Öffnung. Das ist ein kleiner Gott, nenne ich das. In unserem Alphabet geht jetzt das aber los. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Da ist der hier, das I und das ist das J. Stimmt oder stimmt? Wir haben zwei J. Ein I und ein J. Das hast du in dem Wort J, U, B, I, T. Und ja. Die erste ist die Reihe. Genau. Das sind die zwei J. Wenn wir ins Griechische gehen, wird natürlich hier das, was jetzt normalerweise, das ist unsere 9, ist ja das I bei uns. Und da siehst du jetzt schon das Eigenartige in den griechischen Zeichen, hast du schon hier das Kreisen mit der Nulllinie. Da trennen wir zwei schon ab. Gibt für das Theta gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, einen Kreis mit der Quintessenz in der Mitte. Wenn du meinst, dass da zufällig irgendwann einmal vor tausenden von Jahren an die angefangen haben, sich Schriftzeichen auszudenken. Wenn ich immer sage, du musst nur auf deine Tastatur schauen, wer ist da eigentlich auf die Idee gekommen, auf das Q, auf das Kopf, den Klammeraffen drauf zu machen, auf diese Buchstabe? Hat der ganz bewusst gewusst, dass das hebräische Wort Kopf, das heißt übrigens der Affe UB, wenn wir es blau lesen, dass das hebräische Wort für Affe ist? Wieso ist da auf dem hebräischen Q auf der Tastatur der Klammeraffe mit drauf? Wussten die schon was vom Internet? Wussten die da was? Es gibt keine Vergangenheit. Und da lassen wir uns, gehen wir jetzt einmal ganz gezielt weiter in das heutige Update rein. Wo wir ja jetzt schon drin sind. Du merkst, wenn ich anfange zu erklären, wird das alles ganz anders. Das ist also hier Heimkehr, Bild, rot-blau, aus deiner eigenen Erinnerung. Verbunden sein der Geist in deinem Innern.
Göttliches Sein ist das Sein von ER Quadrat. Erfundene Geschichte, nichts ist wie es scheint, da 1, da 2. Das ist jetzt so Videos, ich würde empfehlen, alle beide anzuschauen. Da gibt es jetzt die kürzere Einführung und da werden nur Fragen gestellt. Viele, viele Fragen, müssen wir nicht laufen. Schau, AUP, auf. Ja. Wach auf. Hörst dir gewissenhaft an und da ist ein großes Problem. Die Fragen, die gestellt werden, die eigentlich wirklich wichtige Frage, wird nicht gestellt. Man rüttelt nicht im geringsten an der Vergangenheit als Ding an sich. Man erklärt dir nur, dass das alles Lügen sind. Und in den letzten Selbstgesprächen weise ich immer wieder darauf hin, wenn du jetzt in deine geistigen Archive, in deine Zeitgeschichte gehst, das sind Märchengeschichten. Es gibt keine chronologische Zeit. Es gibt eine Datei und es gibt deine Gedanken. Und diese erfundene Geschichte, das ist jetzt aus dem zweiten Teil, der wesentlich länger ist. Und nun steht der Mythos-Mensch ewig hungernd. Was ist ein Mythos-Mensch? Reden wir von Affen oder reden wir von einem Gotteskind, einem Adam? Ewig hungernd unter allen Vergangenheiten. Allen Vergangenheiten. Gibt es verschiedene Vergangenheiten? Wie oft habe ich darauf hingewiesen? In deinen Märchengeschichten gibt es zum Beispiel, jetzt denken wir uns eine Zeit, wo die Menschen geglaubt haben, dass die Welt eine Scheibe ist. Ich sage, das ist eine von vielen Möglichkeiten, wenn du dich jetzt in dein Internet hineinbewegst, wo alles gleichzeitig da ist, holst du irgendeine Facette hervor, dann schaust du das Datum an, das übrigens extrem aktuell ist, 13.06.30 ist die Heiligkeit, wo das angeblich reingestellt wurde in der Vergangenheit. Ich sage, da hat nie einer was in der Vergangenheit getan. Was passiert, taucht immer hier und jetzt in dir auf. Das sind Interpretationen einer Adresse. Das sind nur Interpretationen, merkt ihr das Wort Adresse, wir kommen gleich noch dazu. Also diese vielen Vergangenheiten und plötzlich glauben die Menschen, dass die Welt eine Kugel ist, auf der sie sich befinden. Also die Erde, das erweckte Wissen. Aber das erweckte Wissen ist eine Kugel, wenn ich weiß, dass Kugel oder Kegel, KGL, diese Radix wie eine Welle bedeutet, beziehungsweise wie ein Trümmerhaufen. Rot gelesen ist es aber das geistige Licht. Und das ist Gall, das Gehirnlicht. Wie du dir es ausdenkst. Es ist immer so, es wird immer alles genauso sein, wie du dir das ausdenkst. Zumindest in dir drin, weil du denkst dir das ja so. Aber ja. Wer ist es, der sich das denkt? Das absolut vorhandene geistige Licht. Ich nenne es immer die Lampe im Projektor. Die Lichter, die Sonne und der Mond und die Sterne, die auf der Leinwand im Kino auftragen, sind keine Lichtquellen. Es ist auch, wenn du eine VR-Brille aufhast, die Sonne, die du siehst, wenn du in eine VR-Brille reinschaust, die Sonne als Ding an sich ist eine Interpretation von winzig kleinen Lämpchen, von dieser Matrix, dieser Triplets, dieser Farbtriplets auf deiner VR-Brille, weil die genauso aufgebaut sind wie ein Monitor. Übrigens auch dein Auge. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache mit dem Augen. Ich sage immer, Konsonant gelesen ist AGN, sind schlichtweg und einfach polare Ecken. Wir sind wieder in Ecken. Es ist immer in Ecken. Und in den Ecken ist Flansch, da ist der Enosch, diese Facettendichter des Enosch. Enosch ist der Enosch. Das ist, was ist der Enosch? Das ist das, was du meinst, es ist ein vernunftbegabtes Lebewesen. Ein Vermenschlichen von Geist macht Geist zu einem sterblichen Säugetier. Das ist der klassische Mensch. Jetzt hast du den Mensch und der ist gefährlich, absolut gefährlich. Es sind wilde, reißende Tiere. Ich sage immer wieder, es gibt eigentlich in der Erde in Bezug auf das Gesamtsystem nichts Gefährlicheres wie den Menschen. In seiner scheinheiligen Lügen, in den Selbstlügen von Religiosität, wir setzen auf Wachstum. Die gehen über Leichen, die Schulmedizin, die Pharmaindustrie. Aber jetzt kommt das Schöne mit Holofeelings, auch die ausgedachten Menschen überleben eh nicht, die du dir ausdenkst. Die sind schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Das klingt im ersten Moment herzlos. Das ist aber das, was ist. Der Mensch ist unhaltbar, weil es ein existierender Mensch keine Überlebenschance hat. Alles, was existiert, existiert aus dir heraus. Das wird nämlich mit dem nächsten Gedanken, den du Gott für deine Traumwelt dir denkst, zerstört. Jeder Gedanke wird durch den nächsten Gedanken zerstört. Jeder Blick auf deiner Verabredung, jedes Arrangement dieser Pixel in deinen Augen wird zerstört. Mit dem nächsten Gedanken, es wird ausgetauscht. Aber dann doch wieder irgendwie nicht, weil alles, was du in dir auftauchen lässt, bleibt unverändert auf der Datei. Es sind Puzzlestückchen einer Datei. Das ist das Geheimnis.
Das wäre jetzt das AUG. Schöpfer, verbundener Geist. Da müsste ich jetzt, wenn der Zierstrauch, da wird es nämlich ganz interessant, die Geburt deines Intellekts erweckt in dir das Geheimnis von Ruh, deines eigenen Geistes. Deines roten Ichs in der Pyramide. Was ich dir auch immer damit sagen will. Also gut, du merkst jetzt, ich habe nur die Vergangenheiten. Was ist Vergangenheit jetzt? Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Und was ist die Ursache, dass du dir die Vergangenheit denkst, die du dir denkst? Dein Intellekt, Wissen, das du vom Hören sagen kannst, Wissen als deinen Schwamminhalt. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du dir an eine andere Vergangenheit denken. Jetzt gehen die Streitereien los bei deinen intellektuellen Menschen. War der Hitler gut oder war er böse? Wurde Jesus gekreuzigt oder wurde er nicht gekreuzigt? Du kannst weder das eine, das sind Gedanken, es sind logische Konstrukte, einseitige, entheiligte logische Konstrukte. Ich sage beides und keins davon. Ist jetzt ein Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Nicht sowohl als auch. Weder noch. Ein Kegel ist ein Körper, geometrisch gesehen dreidimensionaler Gegenstand, und Kreis und Dreieck sind Flächen, zweidimensionale, ausgedachte Gegenstände. Gag heißt denken, Dach, ausgedacht. Schau unten hin, ich sage mal das Dach, das ist die Ecke, wo du reinschaust. Und das sind die einfachen Sachen. Und wenn einer hier zuhört und er sagt, das stimmt nicht, musst du gleich merken, er ist so geistlos wie ein Computer, wie eine Maschine. Es ist ein Gedanke. Gedanken sind prinzipiell losgemachte Existenzen, die kein eigenes Verständnis haben. Das trennt die Spreu vom Weizen, ob hinter, auf der Bröselebene, wie ich das nenne, ob hinter einer Person, hinter einer Maske wirklich ein Geist steckt. SD-Act. Aber das bewusst macht. Das hast du unter allen Vergangenheiten und die kannst du verändern. Du kannst deine Vergangenheit verändern. Nicht sagen, ich kann die nicht verändern, das war doch schon. Vergangenheit ist ein Gedanke, den du dir jetzt aufgrund eines anerzogenen, geistlos nachgeäfften Intellekts in die Vergangenheit denkst. Was aber jetzt ist, das ist ein Fakt, es ist eine Tatsache, ist, dass du jetzt an Vergangenheit denkst, die ist hier und jetzt in deinem Kopf eine Information. Und die kannst du austauschen, du kannst in die Vergangenheit denken, was du willst. Du kannst dir denken, ich wurde ja nie in der Vergangenheit von meiner Mutter geboren. Die Mutter, die übrigens jetzt existiert, weil du dir jetzt eine Mutter in die Vergangenheit denkst. Ein Äffchen, ein Affenweibchen. Geist wird nicht aus Affen herausgeboren, sondern die Affen kommen aus einem Geist heraus, in dem Moment, wo er sich Affen ausdenkt. Okay, unter allen Vergangenheiten und Sucht grabend. Das ist jedes Wort. GR, ein Reisender. Ja. Was passiert abend? END, ab. Ein Aufblühen eines ständigen Auf und Abs. Ich kann auch sagen, der schöpferische Sohn öffnet, wenn ich weiß, dass Ben Roh Sohn heißt. Und wühlend. Ich sage, alles, was du in dir aufwühlst, ist das, was du fühlst. Wühlend. Nach Wurzeln. Sei, dass es, dass er auch in den entlegensten Altertümern, schau mal, was da steht. Alternieren. Tum ist ganz, das ist Tom, hast du in dem Wort Atom mit drinnen. Das ist die Konsonante Rodix davon. Da ist die Ganzheit. Ja. In dem All ist die Ganzheit, die Einfalt, die Vollständigkeit. Vollständigkeit, ja, bitte. Jedes Wort ist ein 400-Seiten-Buch. Das ist wirklich eine Matrixstruktur. Nach innen graben müsste, worauf, aber du gräbst in dir selber, in deine geistigen Tiefe. Du kannst in das Internet, das du dir jetzt denkst, kannst du hineingehen und kannst graben. Das sind Milliarden von Internetseiten. Und wenn du jetzt träumst, die sind in dir drin. Ich sage mal, Internet ist nur ein modernerer Begriff, eine Metapher für Gott. Für das absolute Summa summarum, was prinzipiell auftauchen kann. Und das ist ohne Anfang und Ende. Das ist Äquadrat. Das ist die Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Sie kann nicht vermehrt werden, weil sie alles ist, was auftaucht. Und sie kann nicht vernichtet werden, weil sie nichts ist. Das ist unsere erste große Gedankenwelle, plus eins, minus eins. Worauf weist das ungeheure Historische, und da haben wir jetzt schon dieses historische Bedürfnis der unbefriedigten modernen, ich sage immer modern,
Das moderne Wissen, das jetzige aktuelle moderne Wissen am Anfang des dritten Jahrtausends ist genauso modernd, wie Wissen schon immer modernd war. Das um sich sammeln zahllose andere Kulturen, die du dir jetzt ausdenkst, wo gestritten wird, was die besseren sind. Ich sage, das sind alles Nazis. Es sind Naturen. Nazis sind Geburten, die aus dir entspringen. Das Verzehrende erkennen wollen, wenn ich nicht auf den Verlust des Mythos, auf den Verlust der mystischen Heimat, das ist unser Thema, dieses Selbstgespräches, des mystischen Mutterschoßes. Und jetzt ist diese Mutter, das ist ganz wichtig, ein Symbol für Logos. Ja. Ohne Mythos aber geht jede Kultur in gesunden schöpferischen Kraft verlustigt. Nietzsche auch. Das Land der Dichter und Denker. Das Verrücktwerden von einem Nietzsche, wenn ich dir Nietzsche demonstriere, wenn du Nietzsche liest, dieses Gott ist tot. Lass die Toten ihre Toten begraben. Da muss ich zuerst einmal wissen, dass unser Tod schlichtweg und einfach so viele ist. Alles. Gott ist 200 Gramm rote Gnede und nicht irgendeine der Formen, die sie annimmt. Gott ist ein träumender Geist und nicht irgendeine Figur, die er sich ausdenkt. Ein ausgedachter Gott ist kein Gott. Es ist eine vergängliche Erscheinung, die nur so lange existiert, solange sie gedacht wird von dem, der Gott ist. Du bist Gott. Zumindest für deine Traumwelt. Nomen ist Omen. Im Namen liegt die Vorbedeutung. Bedeutung, ja. Das führt uns dahin. Nomen ist Omen. Das erzeugt die Phänomene. Sich den Sinnen zeigende Erscheinung. Das ist natürlich das Bewusstsein des Innen, wenn ich das rot mache. Innen zeigende Erscheinung. Es ist auch DN, heißt die geöffnete Existenz, eine geurteilte Raumzeit ist innen. Das sind Gedankenwellen. Ja. Es kann sich nur innen zeigen. Es gibt keine Außenformationen. Was du siehst, ist definitiv deine Information. Wäre es nicht deine Information, und ich betone nochmal, selbst dein jetzt vollkommen geistlos nachgeäffter materialistischer Glaube schreibt dir vor, wenn das, was du, Fragezeichen, erlebst, nicht eine Information in deinem Gehirn ist, wenn es nicht in deinem Gehirn drin ist, das wir uns jetzt ausdenken, kannst du es gar nicht sehen. Glaubt man zumindest mit naturwissenschaftlicher Logik. Aber ich sage immer wieder, wer ist es, der sich das jetzt anschaut, was in dem jetzt ausgedachten Gehirn drin ist? Was ist da eigentlich drin in einem Gehirn? Das sind keine Farben und keine Schallwellen und keine Lichter. Neurologisches Funkenfeuer. Existiert das Gehirn eigentlich, wenn du nicht an das Gehirn denkst? Und ich sage dir, es ist hundertprozentig sicher, wenn du an das Gehirn oder an irgendwas nicht denkst, existiert es nicht. Weil existiert, es muss ja irgendwo heraustreten. Wo tritt es heraus? Creatio ex nihilo, aus dem absoluten Nichts, das wir Gott nennen. All. Nicht. Das ist es nicht. Und es wird an La, diese Lichtschöpfung, blau gelesen. Das ist aber auch nichts. Das ist Implosion, Explosion. Wir können das spiegeln. Schöpfer, Licht und Lichtschöpfer. Schöpfer, frisch, unbewusst ausgedachtes Licht. Das Leben, wo wir immer wieder sagen, was ist Leben? Leben ist eine ständige Veränderung von Informationen. Das ist aber, wer erlebt das? Wer erlebt diese sich ständig verändernden Informationen? Wer erlebt eigentlich, wenn ich mir jetzt 200 Gramm rote Gnede rot wohlgemerkt immer umforme und verändere ständig die Form dieser Gnede? Wer erlebt das? In unserer Symbolik die Gnede selber. Die Gnede erlebt ihre eigene Formveränderung. Weil wir stellen uns ja jetzt das schon wieder vor. Ich sage, wer erlebt eigentlich einen Traum? Doch nur der träumende Geist, wenn jetzt der träumende Geist E² ist in der Physik, in der Einstein-Formel und sich nicht selbst verändert. Der träumende Geist erlebt ständig seine ständige Informationsveränderung. Ich komme dann eventuell nochmal auf den Nietzsche ganz kurz zurück. Also das ist jetzt, wenn du es anschaust, das Ding ist voller Fragen und du wirst feststellen, dieses Wissen ist zwar neu,
die offizielle Offizio hinderlich sein und im Weg stehen. Ich schalte es nicht nochmal ein. Offizio ist hinderlich sein und im Weg stehen. Der Menschheitsgeschichte ist ein Lügenkonstrukt. Magst du jetzt beginnen schon langsam hier was wach zu werden? Aber das sind ausgedachte Menschen. Wenn du das jetzt erlebst, wenn du dieses Video dir anschaust, vergiss es, dass irgendwie die Leute, die du dir jetzt eindenkst oder die hier das da reingeschrieben haben, dass die unabhängig von dir da außen existieren. Wir befinden uns in einem Zustand des kollektiven Amnesie, des Wahns. Es sind Wahnsinnige. Befreien wir uns von den künstlichen Matrix. Nein, du sollst dich nicht, du sollst die erweitern. Die Matrix brauchen wir. Die ist ganz, ganz wichtig. Du brauchst diese Matrix. Wenn wir uns die Matrix anschauen, das ist natürlich Mäder, Mädes, da kommst du jetzt bei der Mutter, bei der Gebärmutter und bei der Barmherzigkeit beim Erbarmen. Das ist nämlich hier da ist unser Gebärmutter. Das ist Rechem, der Mutterleib, der Mutterschoß. Die Mutter ist immer das Wissen. Sehr, sehr wichtig. Das hat immer zu tun mit zwei großen Kollektionen, mit Liebe begebenen, sich erbarmen. Und da steckt erst einmal schon hier das, der Geber. Ja. Dieser Geber, das ist natürlich hier rot gelesen. Das ist der Mann. Das ist der Denker. Man nennt es auch den Hahn, der die Huhn, das Huhn, habe ich begattet. Das ist der Geist, ist verbunden im Kopf. Wenn wir das jetzt blau machen, hast du ein Gehirn und das erzeugt jetzt schon, das Gehirn ist ja was Ausgedachtes und das erzeugt jetzt diese Polarberechnungen. Das heißt, das erzeugt die Gedankenwelt. Das Gehirn ist schlichtweg und einfach nur der Verstand oder das Intellekt. Das ist das blaue G. Aber diese Gebärmutter ist doch das Meer. Sagt man das in einer Symbolik, das ganze Leben ist aus dem Meer herausgekommen? Aber ist nicht dieses Meer das, was wir Al-Him nennen, El-Ha-Im? El-Ha-Yom wird es nochmal ausgesprochen. Jetzt dreht er wieder ein bisschen. Das wird mit Gott übersetzt. Aber Gott ist eigentlich, das ist Gott das Meer. Ha-Im heißt das Meer. Gott ist nichts, der ist all, den kann ich immer wieder nur einschalten. Das ist die totale Implosion. Das heißt natürlich auch noch andere Sachen. Wir können ja das auch blau lesen. Dann ist die Schöpfung vom physikalischen Licht, das verbunden ist mit all dem, was du dir ausdenkst. Erzeugt in der Pyramide übrigens 32. 32 ist Leb. Herz. Und dann bist du im Herz. Und HRS wiederum hast wie die Erde. Das ist immer ein Zirkelschluss. Du kommst, wie gesagt, aus dem System nicht heraus. Wenn wir jetzt so in Worten verloren, wo war man? Ach, in der Matrix. So, wenn wir jetzt hier, muss nochmal eins weitergehen, den Rechem, so, wenn wir jetzt diesen Gebärmutter, die Gebärmutter ist doch das Meer, da war ich, das ist es, ihm dranhängen, dann kriegst du die Barmherzigkeit des Erbarmen, das Mitleid. Und jetzt ist immer wieder dieses, ich bin die absolute Barmherzigkeit. Ich bin als Ruachim, die Matrix, das geistige Meer, ist unendlich vieler Möglichkeiten, des Meeres mit unendlich vielen Möglichkeiten. Und jetzt kommt, ich bin Ruach, das ist der Geber, die Gebermutter, das ist die Matrix. Und du brauchst für einen Computer, brauchst du Programm, das nennt man Matrix. Es ist eine Matrix. Jetzt können wir uns natürlich das Wort Matrix wieder anschauen. Wenn du hier reingehst in das Griechische, dieses Riesenspiel mit Mäder, landest du bei der Mutter. Die Mutter ist im klassischen Sinn das Am. Und das ist jetzt die Geros-Mutter. Immer dran denken, das Ross, der geistige Spiegel. Genau. Beziehungsweise der Geist ist ein Ross. Ross ist Sus. Da haben wir natürlich auch eine Schraubenmutter. Wenn du jetzt sagst, das ist Zufall, dann zeigst du mal unser Shin R, das ist jetzt die Fürstin, die logische Berechnungen macht. Immer, ich bleibe jetzt nur wieder gezielt blau. Da kriegst du jetzt eine Auto, ein Selbst, eine Autoritätsperson. Persona ist schon wieder eine Maske, jetzt denken wir uns an aus. An Fürsten, an Edlen. Wir können natürlich auch das Blau machen. Immer zuerst, das ist der Logos, Kopf. Logos ist die Weisheit, oder? Eine Logik, logisch, eine spezielle
Berechnungsfähigkeit, deine spezielle Berechnungsfähigkeit baut aber auf den Intellekt auf, den du zum Denken benutzt. Nimm dir die Zeit, damit zu spielen. Sobald du eine Autoritäts-, eine ausgedachte Autoritätsperson bist, ein Herrscher, ein König, ist auch hier übrigens dann, wenn wir hier reingehen in den Genre, ist der Nabel, was hat es mit Nabel, mit einer Nabelschnur zu tun? Denk an den Film Matrix. Unsere Ausgangsbasis war hier die Matrix. Ich bin von der Matrix hier zur Mutter gekommen, die Schraubemutter, das ist die Beschwörungskunst deiner Mutter, das heißt deiner Logik. Und jetzt mach eine bildliche Vorstellung, da wirst du die Metapher verstehen. Du denkst jetzt, hier hast du mal die Schraube selber, das ist der Mann. Und die Mutter dreht sich, die Schraubenmutter dreht sich um die Schraube. Jetzt sind wir wieder hier, in Rot-Blau. Und in der Matrix ist der Geist, der schläft ja angeschlossen an einem gewissen Mutterwissen, mit der Nabelschnur. Aber die Nabelschnur existiert nur, solange du in der Matrix 1 bist. In der Matrix 2 vergisst du das. In der Matrix 2, wenn du ein träumender Geist bist, muss ja das Wissen auch irgendwo herkommen. Und das wird jetzt hier, ich sag Gott, das Internet. Du holst dir das ganze Wissen aus dir selber. Und dann haben wir hier natürlich unser NBL, der Nabel kann dich nämlich auch blind machen, weil das nämlich auch die Radix ist für Nebel. Ja. Nabel und Nebel. Jetzt wirst du zwangsläufig ein Bösewicht, ein Gottesleugner. Du bist jetzt in der Matrix 2. Das ist der Neo, der schläft und vergessen hat, dass er schläft. Willst du die rote oder die blaue Pille? Ein Taugenichts, einer aus einer Reihe, ein Tor. Abfallen, absterben. Das sind ausgedachte Bösewichte, haben überhaupt, du musst dich um die gar nicht kümmern, die haben keine Überlebenschance. Prinzipiell haben Säugetiere keine Überlebenschance, weil es existierende Wesen sind und existierende Wesen, ob das Pflanzen sind, die werden verwelken oder Tiere werden absterben, zerfallen. Es wird immer wieder umgewandelt. Geh in diese Verwandlung in den Wald rein. Was passiert mit einem Baum, wenn er verfault? Dann kommen kleine Lebewesen. Das ist ein Auffressen, ein Lieben. Das wird aufgefressen. Es verwandelt sich ständig, indem es aufgefressen wird. Du musst jeden deiner Gedanken, den du dir ausdenkst, wieder auffressen. Auch die ganze Scheiße, die du dir ausdenkst. Du musst dich wieder eins damit machen. Das steckt in dieser Geschichte unserer heiligen Schriften. Aber ich kann das natürlich immer auch positiv machen, wenn man es kann. Das geht mit Holofeeling. Da geht es nicht darum, ist jetzt das richtig die rote Hälfte oder ist die blaue Hälfte, sondern die korrespondieren miteinander. Das eine ist die existierende Seite und das andere ist die geistige, ewige Seite. Ein bewusstes, geistiges Sein ist verbunden mit einer ausgedachten Existenz, mit irgendwas Existierendes. Schon die erste Zeile ist ein träumender Geist. Da ist alles in der Mitte verbunden oder außen außerhalb oder aufgespannt. Das ist die Welt der Gedankenwelt. Oder unser geistiges Licht, die Lampe im Projektor, projiziert im Kino auf die Leinwand ausgedachterweise Licht, Sterne, Licht, Schatten, all das ganze Zeug. Das ist vergänglich und das ist immer. Im Meer. Elayon. Ein ganz simples Prinzip. Und wenn einer laufen sagt, das ist mir zu viel und da komme ich nicht mit, das ist wie ein Kind, ich will nicht lesen und schreiben lernen. Hast du doch auch gelernt. Ist doch kein Problem. So, schau, wir sind jetzt da bloß etwas genauer geworden. Die Heimkehr. Ich habe gesagt, achte auf die Heimkehr. Bild aus der eigenen Erinnerung. Erfundene Geschichten. Die kannst du in aller Ruhe geben und dann sei mal sehr bewusst und du wirst feststellen, das wird einen normalen Menschen nie wach machen. Die weisen zwar darauf hin, dass die Geschichte, dass man den Mythos vergessen hat, dass man den verloren hat, aber es wird niemals, auch beim Kirchhoch, egal was es ist, absolut so brutal wie mit Holofeeling angesprochen. Du träumst jetzt, da außen gibt es keine Welt. Es existiert nur das, was jetzt da ist. Und es ist, weil du es denkst und es ist genauso, wie du es denkst. Und es ist deshalb so, weil du immer auf dasselbe Wissen zurückgreifst, das ich dein Schwamminhalt nenne, dein Programm nenne. Du benötigst ein Programm als ewiger Computer, symbolisch gesehen benötigst du ein Programm, um Bilder machen zu können. Du kannst aber das extrem erweitern. Aber das magst du nicht, wenn du ständig Puzzlestücke, die in dir auftauchen, als schlecht, als falsch, als verkehrt definierst und nicht haben willst. Du willst die nicht zurückhaben, du willst die vernichten. Das ist deine eigene geistige Selbstvernichtung. Und hier sind zwei Antworten zu dieser Geschichte, weil hier nämlich im ersten Teil ständig Fragen gestellt wurden.
zerbrach diese zivile... Haben wir einen Ton? Ja. Dann ist gut. Ich muss jetzt noch ganz kurz, ich lasse mal ganz kurz reinspielen. Ich hoffe, wir kriegen keinen Ärger. Organisation im Zuge eines Kataklysmus in einzelne Teile. Schau dir, das ist jetzt hier, wenn wir reingehen, das sind alles arithmetische Strukturen, weil was du jetzt siehst, jetzt kann man sagen, das sind Kristalle, was siehst du am Monitor? Das heißt, schau, was jetzt ist. Schau, was jetzt da ist. Das ist bei jedem Bild. Was ist das? Schau, was jetzt da ist. Einfach hinschauen. Sind das jetzt Menschen? Ist das eine Klippe? Ist das ein Meer? Sind das Kirchen? Kirchturm? Leuchtturm? Ist das ein Schaf oder Widder? Nein. Ihr Menschen seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Schau, was jetzt ist. Das ist das Einzige, was ich von dir fordere. Und dann wirst du merken, jeder Gedanke wird mit nächsten Gedanken zerstört. Was sich dabei hundertprozentig sicher nicht verändert, ist der, der das erlebt. Das bist du. Wenn alles anders war, als uns immer erzählt wurde, gab es noch vor weniger als 500 Jahren eine technisch hochentwickelte, weltweit vereinte Zivilisation auf unserem Planeten? Das ist alles nur da außen und Welt und Vergangenheit. Das, was wirklich wichtig ist, da wird zwar kritisiert, dass die Vergangenheit, die man uns jetzt erzählt hat, erstunken und erlogen ist, dass der Darwin erstunken und erlogen ist. Das wird uns erzählt. Ich sage dir, es gibt in der Vergangenheit war überhaupt nichts. Wahrlich, ich sage dir, ehe Jesus war, bin ich. Ehe Abraham war, bin ich. Und ehe ein Udo Petsche ist, bist du. Hierarchisch gesehen, nicht chronologisch, das ist wichtig. Dieses Iros. Hier ist das H im Griechischen, in dem Wort Hieroglyphen. Ja. Das Wort Hiero heißt göttlich. Das H existiert, das ist dazugefügt. Die Quintessenz wird nicht geschrieben, wenn man es das anschaut, in die Hieroglyphe. Mhm. Das ist nämlich ganz wichtig, dass du das verstehst. Wir haben unser hier. Halt, da wollte ich nicht rein. Da wollte ich hin. Schauen wir mal ein hier, dann haben wir einen Greisen und Gall ist die Welle. Die Hieroglyphe. Schauen wir uns mal die Hieroglyphe an. Schriftzeichen, eigentlich Heiliges. Du entheiligst es. Und das ist eingraviert. Mhm. 4. Iros, heilig. Das H fällt hier. Mhm. Das heißt, da ist nur Rai da. Mhm. Wir lesen von rechts nach links, wir Geister. Mhm. Die Linken, die umgedrehten, lesen von links nach rechts. Es gehört aber zusammen, wie oben und unten. Es ist nicht von rechts nach links lesen richtiger, wie von links nach rechts lesen. Es ist nur das Spiegelbild davon. Das Spiegelbild im Rai. Und das He, die Quintessenz, lassen wir jetzt komplett weg, weil das die rote Quintessenz in der Mitte ist. Soll ich das nochmal machen? Hier, der hier. Genau. Wir können das so rumdrehen oder so rumdrehen. Wir können auch eine kleine Ebene machen. Das ist meine symbolische Wasserlinie. Dann kriegst du hier die 8. Achter Buchstabe, das Chat, die große Kollektion ist hier das Adder. Schau mal, was da drüber ist. Das ist unten die Kollektion und drüber ist die Gedankenwelle. Ja. Die ist dann da. Das ist die erscheinende Schöpfung. Diese erscheinende Schöpfung ist einfach DA. Und jetzt bist du zwangsläufig sofort in deinem Wachraum. Und das ist eine Geburt im Meer. Eine doppelt aufgespannte 8 ist eine Geburt im Meer. Da könnte ich jetzt noch so viel dazu sagen. Gespiegelt passiert aber das, das ist übrigens dann eine Loge, die Logik, Log ist Lug und N ische, jetzt müssen wir bloß wissen, dass hier natürlich das Isch die Gestaltwerdung ist und so weiter und so weiter. Aber wir wollen da ganz kurz mal noch reinhören. Du merkst, du musst wirklich den Hintergrund reduzieren, dich rund auf das Einfachste, was es überhaupt gibt. Sind Sternenstädte die Überbleibsel dieser Vereinten? Das ist jetzt eigentlich ein Kristall, aber was wir uns denken, es ist erst einmal ein Monitor. Bei Holofeeling geht es mir darum, mach dir bewusst, was jetzt da ist. Und da stellt sich die Frage nicht, ob das richtig und verkehrt ist. Es ist ein Gedanke, es ist ein Monitor, was ist es jetzt? Und dann wirst du feststellen, oft ist bloß Schrift da. Und wenn Schrift da ist, da unten zum Beispiel, dieser kleine Ausschnitt, schaust du das an und ich sage jetzt immer wieder, wer jetzt das
in Portugiesisch oder in irgendeiner Sprache, die du nicht beherrschst, geschrieben, dann würdest du das anschauen. Es würden in dir keine Gedanken entstehen. Da das jetzt in Deutsch geschrieben ist und du ja Deutsch lesen kannst, so denke ich mir jetzt dein Programm, dein Schwamminhalt, wirst du aus den Worten Vorstellungen machen. Eine Menschheitsgeschichte, ein Lügenkonstrukt. Aber der Witz ist, die Worte, da steckt noch viel, viel mehr drin. Du legst die Worte extrem einseitig aus. Und dann fängst du auch mit anderen drum zu streiten, was richtig ist und was verkehrt ist. Ich sage dir, jeder hat recht, aber nur ein bisschen. Ihr wisst nicht, was ihr selbst seid und was eure Gedanken sind. Zivilisation? Sternenstädte eignen sich kaum für Verteidigungszwecke. Zerbrach das diese... Das ist übrigens für Insider, das ist genau der Grundriss der Witzbrücke über Weißenburg. Zivilisation im Zuge eines Kataklysmus in einzelne Teile? Gab es einen Reset, der große Teile unserer Vergangenheit... Das ist alles Arithmetik, sieht fast, die können wir so unendlich fortführen, weil das ein Matrixprogramm ist. ...unseres Wissens und unserer Kultur vernichtete. Waren die Industrialisierung, der Aufbau der Zentralbanken, des Schuldgeldsystems und des politischen Systems der Scheindemokratie eine Folge dieses Resets? Das könnt ihr euch anhören, das sind jetzt wieder Worte. Beobachte, was du aus den Worten machst. Und du wirst merken, du verstreust die um dich rum, du denkst dir jetzt Häuser aus, du denkst dir Vergangenheit aus, wo eventuell in der Vergangenheit die Häuser gebaut wurden, der Kölner Dom. Egal, das sind jetzt laus, nur das Wort Kölner Dom. Aber was ist deine Kultur? Was ist die Kultur als Ding an sich? Du kannst alles nachschauen. Das ist das Schöne an Holofeeling, dass du hier in keinster Weise, dass ich dir sage, dass da was Verkehrtes drinsteht. Die Gesamtheit der von Menschen im Prozess ihrer Auseinandersetzung mit der Umwelt geschaffenen, ihre höhere Entwicklung dienen materiellen Güter sowie die geistigen, künstlichen und moralischen Werte. Lass das auf dich wirken. Jetzt müssen wir das wissen, reden wir von einem Adam, von einem Gotteskind oder reden wir von Trockennasenaffen? Im Prozess, was ist ein Prozess? Eine Verhandlung ihrer Auseinandersetzung. Was passiert, wenn du zum Denken anfängst? Ich werde dir sagen, sobald du denken tust, DN, beginnst du, das absolut eine zu urteilen. Und du richtest dich nach einer Seite. Damit verurteilst du dich selber. Das sind deine Gedankenwellen. Du fängst an zu denken. Der erste große Gedanke ist unser Plus 5, Minus 5. Dieses Denken, das ist dann, kommt auch dann der Richter her. Du bist der Richter über alles und jeden. Wie oft sage ich diesen Satz? Du, Geist, bist der Richter über alles und jeden, den du dir ausdenkst. Du erschaffst ihn und du bestimmst, ob es gut oder böse ist, ob es richtig oder verkehrt ist, ob man es brauchen kann oder nicht brauchen kann. Egal was, du bestimmst es. Und dann haben wir noch Ken. Und das führt dich jetzt dann zur Basis. Diese Basis, natürlich ganz interessant, weil das ist, wenn wir hebraischieren, das ist die Schwalbe. Ja. Da steckt das Sus mit drin. Ja. Da gibt es auch, wo ich drauf eingegangen bin, in der hebräischen Sprache sehr eigenartig, ist eigentlich das Symbol für Bewegung und BA ist das Kommen einer Schwalbe, einer Bewegung. Und das Ganze ist jetzt, dieses Ken ist eigentlich das Fundament. Unser F unter, die Facette einer Welle, Mendior, die du dir selber überlegst und Lügen verbreitest. Aufgespannte existierende Öffnung ist die Schöpfung einer Welle. Mendior, sich etwas ausdenken, überlegen und Lügen verbreiten. Steht in jedem Wörterbuch. Tausendmal habe ich euch das gesagt. Es sind alles Lügen, was du dir ausdenkst. Alles, was du definierst, sind Selbstlügen. Es sind Lügen aufbauender von geistlosen Nachgeäffen von irgendwelchen Leuten, die du meine Lehrer und meine Erzieher nennst. Was übrigens niemals was verkehrt gelaufen ist. Das ist mir sehr wichtig, dass du das verstehst. Es ist nie was verkehrt gelaufen. Schau, das war jetzt immer noch mich stecken. Hier sind zwei Antworten. Da werden viele Fragen gestellt, jetzt in dem ersten Teil vor allem. Und ich sage, hier sind Sinusöffnungen zwei Antworten. Was gleich merken, was ich damit meine. Wir haben zuerst einmal Z-Waff, die Geburt von was doppelt aufgespannt. Da gehe ich unten nochmal drauf ein. Das heißt Befehl und Order und Ei ist ein Trümmerhaufen. Und das ist das Gegebene in Worte. AND heißt nämlich das Gegebene. Mir wird was gegeben. Zu unserer selbst erfundenen Geschichte. Unser Er selbst erfindet. Er, das sind wir zwei,
Die Facetten sind unbenennbar. Geschichte. Da steckt es mit drin. Diese Geschichte, Ski ist ein Geschenk und das Jedi heißt in Schrecken versetzt werden. Ja. Wir können uns das genauer, zuerst einmal das Unde heißt von wo? Von wo kommt es eigentlich her? Ich habe jetzt absichtlich, dass ich so reinstellen kann. Und die heißt von wo? Woher kommt es eigentlich? Es kommt aus dem, auf dessen Seite das absolut rote Recht ist. Oder wovon, woraus, weswegen ist es es eigentlich? Woher auch immer? Es ist immer im Meer. Selbst wenn du dir was ausdenkst, ist es immer hier und jetzt, im roten Bereich. Magst du mit der Vordersprache verschmilzen all diese Geschichten in sich selbst zusammen? Da ist es wert, jedes Ding sich genauer anzuschauen. Du kannst jetzt das AND, ist auch das, wir haben ja Lautwandlung, AND und END ist ja dieselbe, die DT-Wandlung, doppelter Buchstabe nennt man das in der Kabbala. Oder du kannst das NEN, schauen wir uns das einmal ganz kurz an, immer die Grund, das heißt, ich werde, Vorsilbe A ist immer imperfekt, ich werde geben. Geist ist eben. Das ist die Nulllinie. Das ist dieses, und das bedeutet etwas widerfahren lassen. In Trauer sein, begegnen, treffen lassen. Immer wieder lasse ich dir das wiederholen. Oder ich werde dir was geben. Geh, Geist ist eben. Die Vorsilbe End, und das sind wir ja tausendfach, End, Ant, ist ja immer die austauschen, A, Elef. Da können wir noch das Aleph mit den Ain austauschen. Und jetzt habe ich NDN, da haben wir dasselbe Spiel, geben, erlauben, etwas geben. Dir wird was gegeben, es wird plötzlich etwas möglich. Das steckt da drin. NEN, den schauen wir uns auch noch schnell an. Das ist die existierende augenblickliche Existenz. Da haben wir jetzt kein spezielles Wort, aber das steht trotzdem, egal, selbst wenn das in Wörterbüchern nicht drin ist. Blau gelesen, die Existenz, der existierende Augenblick, der zu existieren anfängt. Wo natürlich hier wieder eine Inhalt, da kommen wir jetzt gleich dazu, sonst da gleich ich zu euch weg. Also gut, beachte die hierarchischen Aufbau der folgenden zwei Antworten. Jetzt haben wir, das habe ich gerade erklärt, Ischen heißt übrigens dieses Schlafen, Einschlafen, Einschläfern, Schlafen, alternieren. Du wirst alternierend. Du Geist, wenn du träumst, alternierst du. Du selbst bist immer und es ist Gedanke, 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 Bild, 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 Bild. Das ist das Spiel, das aus dir auftaucht und sich ständig verändert. Aber was ich jetzt hier gemacht habe, ist das hierarchisch. Hier ist ja göttlich, haben wir gerade gesagt. Und dann kommt die Arche, das Archische. Sind wir auch im letzten Selbstgespräch in einer anderen Form darauf eingegangen, da solltest du wissen, die Deba, das ist das hebräische Wort für Arge, hast auch Kasten, denk an Schrödingers Kasten mit den zwei Katzen, zwei Endpunkten. Katze heißt nämlich Endpunkt. Hebraisiert mit Kopf vorne, KZT. Heißt auch geschriebenes Wort. Wir haben verschiedene hebräische Wörter für das Wort Wort. Arme, Deba und Deba. Und das ist jetzt ganz wichtig, das ist nämlich die Arche. Im Kasten der Dora ist das geschriebene Wort der Dora eine geheimnisvolle Kiste, in der unendlich viele Auslegungsmöglichkeiten drin sind. Und wenn du nur eine Seite auslegst, wenn du zum Beispiel aus dem Wort Krebs bloß eine schreckliche Krankheit machst, lässt du unheimlich viele andere Perspektiven weg, die aber über das Wort W-Ort zusammenhängen. Und wenn ich das anschaue und ich nehme mir die Zeit, nicht mir das genauer anzuschauen, dass dieses Hierarchisch, wo ich immer sage, das Hieros ist Gott, das Heilige, das ist die Arche, ist das da mal eine Kollektion, die heilig ist. An was denkst du, wenn du an deine Küche denkst? Sagst du mal das Wort Küche? Da siehst du noch kein Bild, da ist nur der Gedanke Küche da. Und das ist eine Kiste, wo du reinschauen kannst, da sind wieder Worte drin, Herd, Becken, Waschbecken. Kühlschrank, Gewürz, das sind auch wieder bloß Worte, wo du wieder Bilder draus machst. Im Anfang ist das Wort, aber die Worte wiederum sind Zahlen. Und so kommst du langsam in die Erkenntnis, dass du wirklich in einer arithmetischen Struktur einer Matrix lebst. Und jetzt schauen wir uns einmal das blaue Antwort. Ich sage jetzt extra das blaue Antwort für die vielen Fragen, die in diesen Videos gestellt werden. Dann nehmen wir jetzt mal dieses hebräische Wort dazu. Das ist nämlich das hebräische Wort für Antwort. Das heißt auch eine Aussage. Dir antwortet ein Tier, den du dir ausdenkst, in deinem Traum taucht einer auf und der gibt dir eine Antwort. Dann macht dir eine Aussage. Jetzt wird es natürlich interessant,
dass das da meine Entsprechung ist. Ein Versteck, eine Wohnung, ein Zeugnis. Wichtig ist die Grundradik 70, 50, 5. Egal, was dir einer sagt, der misshandelt dich. Jeder Fachmann, jeder Arzt hilft dir nicht, der misshandelt. Was heißt misshandeln? Die Miss ist die Frau, er ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Ein Arzt ist schon vollkommen geistlos, wenn er versucht, dann Trockennasen auf den Körper eines sterblichen Säugetiers am Leben erhalten zu wollen. Wenn das jetzt so herzlos klingt, dann soll was passiert, wenn ihm das gelingen würde, wir sagen, dein Kleiner, du hast einen Säugling als Trockennasenaffen, Vater oder Mutter, habt ihr ein kleines Kind und der hat einen Schnupfen, den läuft der Rotz aus der Nase heraus, rot, Z. Und jetzt gehst du zum Arzt und jetzt schafft er das, dass das Kind gesund wird und ich sage noch einen Schritt weiter, dass er sich nochmal verändert. Dann hast du Stillstand, dann hast du ewig einen Hosenscheißer zu versorgen. Der Säugling muss sich auflösen, dass der ein Schulkind wird. Das Schulkind, wie oft sage ich das? Merkst du nicht den Wahn, dass diese Existenzen gar nicht, auch die einzelnen Körper gar nicht dazu erschaffen wurden in meiner göttlichen Schöpfung, dass die für die Ewigkeit da sind? Es sind Entwicklungszyklen in Form von symbolischen Bildern. Drum ist jeder materialistische Fachmann, jeder Arzt, wenn du dem was fragst und er gibt dir eine Antwort, dann misshandelt der, er arbeitet in Maßsetzung einer Logik, die vollkommen geistlos materialistisch ist. Okay, das heißt also Antwort. Und jetzt, wir springen jetzt einmal rein. Ich habe nämlich hier vorne geschrieben, beachte den hierarchischen Aufbau der zwei folgenden Antworten. Das sind nämlich zwei Worte, das ist dieses Wort. Und dann habe ich noch mal eins, nämlich dieses Wort. Hier habe ich jetzt ganz definitiv, das ist einmal das Wort Antwort, aber auch Misshandeln. Und jetzt können wir dir mal in kleinen Zweierschritten durchgehen, was da drin steckt. Da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, hier das ME zu schreiben. Ich habe jetzt das einmal mit der 70 geschrieben. Also das ist bei weitem noch nicht alles. Da hast du zuerst einmal hier Mutterleib, Unterleib, Mutter, innere Eingeweide. Das ist ein gestaltgewordener Augenblick. Einfach nur blau lesen. Darum heißt es hier in Unterformen, das geht dann, wenn du das anschaust, da hätte das Mod das Tod mit drin. Dann machen wir den nächsten von dem Wort. Die nächsten zwei, das Man. Wir könnten jetzt normalerweise das rausmachen. Jetzt haben wir eine Adresse. Ich erkläre dir immer wieder, wenn du hier was anschaust, das sind nur Adressen. Das sind räumliche und zeitliche Adressen, wenn du hast. Es ist wie, wenn du in einer Datei eine Internetadresse eingibst. Es wird aus einer statischen Struktur, wo alles gleichzeitig da ist, durch diese Adresse hier und jetzt was hochgehoben. Und dann sagst du, ich bin in Weißenburg oder ich bin in München oder ich bin in Zürich. Nein, du bist hier und jetzt und dich hüllt letztendlich dieser Gedanke, den du aus dir herausholst, ein. Weil du immer das Zentrum bist, auch wenn du ein peripherer Mittelpunkt bist. Also da haben wir jetzt hier schon die Adresse. Wir könnten natürlich jetzt diese Radix draußen lassen, die 70, weil das ja lautloses Zeigen ein Vokal ist in dieser Ausspracheregel und dann kriegst du im Endeffekt eine gestaltgewordene Existenz. Also das ist noch viel vielfältiger, eine Abtrennung. Das heißt, du denkst dir was aus durch eine Adresse. So, dann machen wir das IN als nächstes. Das ist jetzt am Fluss, eine Abkürzung. Es beginnt augenblickliche Existenz, ist, dass jetzt etwas zum Fließen anfängt. Aber wo fließt es eigentlich? Griechisch N ist inmitten in dir drin, fängt es an zu fließen. Es ist ein ständiger Verwechsel, es ist ein transversaler Fluss, kein longitudinaler, lügenverbreiteter in Raum und Zeit, sondern im Hier ein ständiger Wechsel, ein Fluss von oben nach unten und von unten nach oben. Im Jetzt, im absoluten Jetzt, das ist im Anogi, im roten Ich. Wenn man folgen kann, kann man folgen. Sag mal, ENH. Interessant, das ist schon eine Rückübersetzung, ein Beischlaf. Das ist jetzt das hebräische Wort für Antworten. Wenn du jemandem antwortest, etwas aussagst, jetzt kommt natürlich die negative Hälfte, dass du dann anfängst zu misshandeln. Ja. Weil das, was antwortet in dir, ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt und der Intellekt ist deine Frau. Du misshandelst dann. Du handelst in Maßsetzung der Frau.
Und jetzt bitte nicht denken, dass hier der Mann gut ist und die Frau schlecht ist. Das eine gibt es nicht, das ergänzt sich zu einer Vollkommenheit. Wie der träumende Geist mit seiner Traumwelt. Der träumende Geist ist immer nicht verwechseln mit dem Blauen, wenn wir jetzt unseren riesen Genderwahn, den wir haben. Du bist ein Geist, gleichgültig, ob du jetzt die Rolle einer Frau oder eines Mannes spielst. Das sind blaue Erscheinungen, das eine wie das andere wird vergehen. Im roten Bereich, auch das rote Amt, deine schöpferische Logik wird nie vergehen, auch wenn die nicht in dir läuft, ist sie trotzdem da, weil alle logischen Systeme schon von Anfang an da waren und bis in alle Ewigkeit da sein werden. Das ist sehr wichtig, was ich dir jetzt gesagt habe, wie ich dick im Zentrum, es ist alles immer in dem Zentrum. Also die rote Frau ist genauso unvergänglich wie der rote Mann und der blaue ausgedachte Mann ist genauso vergänglich. Besser und schlechter gibt es nicht, es gibt bloß anders, sich ergänzen. Es gibt keinen Traum ohne einen träumenden Geist und was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Das eine benötigt das andere, wie Sonnenschein und Regen. Für Lebendigkeit brauchst du beides. Du brauchst auch Frieden und Krieg. Du brauchst die Zerstörung des Säuglings, dass er Schulkind werden kann. Du brauchst die Zerstörung des Trockennasenaffens, dass wenn ein Geistesfunke hinter diesen Persona, hinter der Maske sich befindet, das ist wie ein befruchtetes Ei. Was wird ein Ei, wenn es nicht befruchtet ist? Irgendein stinkendes, fahrendes Etwas und vergeht. Wenn es befruchtet ist, dann kann es sich verwandeln. Es ist eine ständige Verwandlung. Jetzt kannst du die Neoapokalypse, eine Schrift aus den Offenbarungszusatzschriften lesen. Geistiges Wachstum beinhaltet ständige Gestaltveränderung. Das ist geistiges Wachstum. Du wirst dich mit dem Intellekt eines Siebenjährigen in einer komplett anderen Körper und in einer komplett andere Welt einhüllen, wie mit dem Intellekt eines 50-Jährigen. Und mit dem Intellekt, den ein Geist zum Denken benutzt, hüllst du dich in unterschiedliche Traumwelten ein. Und jetzt machen wir noch das NH zum Abschluss. Und das Ganze führt dich jetzt in die Klage, aber auch in die Pracht. PR 8. Ja. Das ist die Kollektion. Da könnte ich jetzt wieder, wie gesagt, jedes Wort wäre es wert, dass wir hier uns Stunden damit beschäftigen, aber das macht erst dann Sinn, wenn du das ganze Prinzip verstanden hast. So, das ist die blaue Antwort. Etwas genauer zerlegt. Geht noch viel, da steckt noch wesentlich mehr drin. Und EHBs Rot-E Antwort ist das hier. Die Heimkehr. Genau. Die Reue, die Rückkehr, die Wiederkehr. Mal bin ich blöd gewesen. Wie konnte ich mich so von den Figuren in meinem Traum narren lassen, die mir eingeredet haben, dass ich einer von ihnen bin? Du bist doch als träumender Geist was anderes wie ein Mensch, den du dir ausdenkst. Egal an wen du denkst, es gilt auch für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist eine vergängliche Erscheinung. Es sind Informationen. Und deine Welt wird nicht besser, wenn du jetzt versuchst, deinen Gedanken, deinen Menschen das zu erklären. Darum betone ich vor jedem Selbstgespräch, ich erkläre es dem, der uns jetzt ausdenkt, der uns beobachtet. In jedem Augenblick, in dem der Mensch wieder zur eigenen geistigen Besinnung kommt, nimmt er eine völlige neue göttliche Gewissheit in ihm Form an. Ich kann nämlich das Wort Form, kann ich nämlich auch rot lesen. Das ist diese rote Gewissheit. Das ist das, diese eine Gewissheit. Bei Holofeeling ist es schön, du musst nichts, absolut nichts glauben, was du nicht hier und jetzt sofort überprüfen kannst. So, jetzt machen wir da mal wieder zurück. Jetzt müsste Udo wieder da sein. Richtig. Ist er. Du kannst es hier und jetzt sofort überprüfen. Das ist das, was ich dir sage. Ich bin der Erste. Und ich behaupte, dass ich du bin. Wir sind eins. Ein Es. Ein Nicht-Ein, ein nicht existierendes Bewusstsein. Als Ding an sich, nichts kann nicht existieren, weil sonst wäre es ja nochmal nichts. Rot gelesen. Aber das Nichts, immer wieder dieses Spiel. Vor was hast du Angst? An was klammerst du dich fest? An Sicherheiten, an Geld? An das Wissen von Ärzten, an Medikamente? An Religionen?
Alles ausgedachte Dinge, die schon wieder weg sind, wenn du sie nicht denkst. Selbst ein ausgedachter Gott ist vergänglich. Der absolute, wirkliche Gott, UB86 Helayam, ist in mir. Und was immer ist, kann nicht vergehen. Was vergeht, ist bloß die Gedankenwelt. Aber das ist unser Leben, unsere Lebendigkeit. Was macht Lebendigkeit aus? Dass sich was bewegt, dass was reagiert? Nein, die Fähigkeit, lebendig zu sein, ist die Fähigkeit, etwas wahrnehmen zu können. Und Wahrnehmung ist immer verbunden mit Unterschieden. Weil in weiß geschriebene Normen auf einem weißen Blatt Papier kannst du nicht sehen. Das ist ein Weg, da geht es nicht darum, du kannst dich jetzt mit Brüssel und der Brüssel zusammensetzen, wenn ich immer sage, wir haben ein kleines Treffen, jetzt zum Beispiel mal ein kleines Treffen. Und wir werden dabei immer von einem und demselben beobachtet. Ob wir jetzt ein Treffen machen per Computer, per Internetschaltung, Internet, ich sage immer, Internet ist Gott, wir sind jetzt in Gott. Wir drei Pixelmännchen auf dem Bildschirm und der, der uns jetzt die ganze Zeit beobachtet hat, ist auch der, der uns ausdenkt. Und der ist der Einzige, der die Macht hat, uns Pixelmännchen jetzt zu vernichten mit einem kleinen Klick auf seiner Maus und er drückt nur auf Stopp und wisch und weg. Das Schöne ist, dass ich hundertprozentig sicher weiß, dass selbst wenn der das jetzt macht in Bezug auf die Brüssel, die er sich ausdenkt, dass ich im Meer noch da bin. Egal was existiert, selbst wenn sich das auflöst, was immer ist, bin ich. Jetzt ist die große Frage, bist du schon ich? Beginnt mein Spiel mit den Onboardingen nicht mit ich bin du und du bist ich? Es ist kein religiöses Geschwätz. Es wird lächerlich mit ihren Denken, mit ihren Jesus, mit ihren Papst, mit ihren Heiligen. Alles nur Gedanken. Hirnwichserei. Mit den Illuminaten, wo ich sage, wenn du jetzt gehst in diese extremen Kapital, das kapitalbringende Verbrechen. Wir setzen auf Wachstum, was uns am Leben hält. Der Kapitalismus heiligt sich von selbst. Solche Sätze, wenn du hörst, diese Demonstration von Geistlosigkeit. Was ist Scheißdreck? Schindereck. Muss ich dir eigentlich noch einspielen? Dich träumen lassen. Momentan als träumender Geist bist du komplett freigesprochen. Bis du erkennst, dass du auf den Einfluss deines Traumes im Moment überhaupt keinen Einfluss hast. Das ist diese Filmbeispiele, wo ich anspreche. Wenn du einen Hauch von Geist hast, studiere die Offenbarungen und die Selbstgespräche. Immer wieder, mach das blind. Das sind Jahrhunderte, ja, wo soll ich anfangen? Zapp einfach blind rein. Ich kann dir bei Phil jetzt, muss ich als Brüssel unter Brüssel zu dir reden. Die hauen sich das Ding auf einen riesen Stick, die ganzen Selbstgespräche, und wenn die mit dem Auto unterwegs sind, läuft es in Endlosschleife mit dem Zufallsgenerator einfach das Selbstgespräch, und zwar mit dem Zufallsgenerator einfach raus. Und jetzt sage ich einmal auf der Brösel-Ebene, die rühren sich beim Bruder, die sagen, das ist der Wahnsinn, ich fahre mit dem Auto, das läuft alles synchron. Ich sage, dann bist du schon einen ganzen Schritt weiter. Das ist das, was sich in dir häuft, sind die Zufälle, was du früher Zufälle genannt hast, was du mal, nee, da ist eine führende Hand im Hintergrund. Das ist wie bei unseren Irenchen mit dem Fahrradunfall, wo sie dann weggetreten ist, wo der Holger das Auto geholt hat, dass wir sie ins Krankenhaus bringen. Ich sage mal, normalerweise nicht, und dann doch wieder die zwei Seiten. Und ich sage, du hast dort deinen Schutzengel dabei. Was hast du für Angst, Irene? Kannst du dich erinnern, Irene? Ja, keine Angst gehabt. Keine Angst, keine Schmerzen, nein. Nichts. Aber du warst nee. Ziemlich neben dir gestanden in dem Moment. Ja, war ganz schön. In dem Moment ich was. Das ist das Eigenartige. Du wirst so ein reiner Beobachter von dir selbst, bis du dann wieder voll hineinschliffst in diese Rolle und dann kommen die Schmerzen und die Wehwehchen, weil jetzt hast du plötzlich Empathie mit diesen Körpern, den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und nochmal Empathie heißt Mitleiden, Emos. Du leidest mit etwas mit Materie, mit einem Haufen ausgedachter Materie mit, die du mein Körper nennst, der als Ding an sich überhaupt nichts spürt. Wenn du dir einen Finger abschneidest, der spürt so viel oder so wenig, wie wenn du dir einen Fingernagel oder ein Haar abschneidest. Es sind alles Definitionen der Logik, die du zum Denken benutzt. Und es funktioniert, das ist jetzt das Erschreckende, denke an die Ecken. Hyperrealistisch real. So wie du momentan das Wort real definierst. Ich spüre doch das. Das weh tut. Richtig, du spürst es. Aber nicht das Ding, an das du denkst, das spürt gar nichts. Ich sehe doch, dass du Schmerzen hast. Ich glaube, du siehst es, aber das, was du anschaust, hat keine Schmerzen. Weil Gedanken, Informationen nichts mitkriegen.
So wenig wie die was spüren können, können die leiden und können auch nichts verstehen. Es ist vollkommen sinnlos, deiner Menschheit irgendwie was zu erklären. Menschen, die du dir ausdenkst, kannst du auch nicht wach machen. Du kannst Figuren, Informationen von dir nicht wach machen. Du bist der Einzige, der wach werden kann. Der, den ich das jetzt erzähle, und es ist der, der mich jetzt sprechen wird. Ich bezweifle sehr schwer, dass jetzt mich die Irene oder die Ritter sprechen hören. Nicht einmal der, der jetzt vom Computer sitzt, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Der, der mich sprechen hört, das ist bloß ein Allereinziger, das ist der Geist, der jetzt träumt. Aber da wirst du feststellen, und jetzt kommt dieser Sprung, du Geist bist auch die Ritter und die Irene oder der Udo. Bloß in einem komplett anderen Traum. Entspringen aber aus derselben Datei. Auch das ist verstehbar erklärt, aber nicht, wenn man das einmal hört. Und was dich hindert, das zu verstehen, ist das Geschwätz vom Zweiten. So ein Blödsinn, das verstehe ich nicht und da komme ich nicht mit und das werde ich nie begreifen. Und all dieses Gesabbere, mach dir bewusst, wenn der Zweite, wie massiv sich der Zweite in dir einmischt. Dieses Feindbild, das du postulierst und dir an die vorne hängst, dass du vielleicht der Christ bist. Wenn unsere Politiker aus CDU und CSU nimmst, die ein großes C für christlich vorne stehen haben. Keine Schutzzuweisung für Figuren in einem Traum, das ist dort da sein müssen. Und wie du dann immer wieder in dieser Alternativszene zwangsläufig wieder wettgleichst mit irgendwelchen Hochfinanzen und Kapitalisten, die die Menschheit ausrotten wollen und Geld. All das sind Hirngespinste von dir. Es sind einfach nur Gedanken, wie alles, was du erlebst, nur deine ständig wechselnden Informationen sind. Wo ist da der Ausweg? Von außen nach innen muss führen der Weg. Du musst das nochmal begreifen, dass du nicht irgendeine ausgedachte Figur in deinem Traum bist, sondern die Quelle für diese ganzen Figuren, die du dir ausdenkst. Und die Ursache für das, was du denkst, ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt, den du zum Richter machst über alles und jeden, mit dem du bestimmst, wenn was in dir auftaucht, was richtig und verkehrt ist, was gut und was böse ist. Das musst du überwinden, um in die Mitte, in die heilige Mitte zu kommen, in der du dich eigentlich im Meer befindest, wenn du weißt, wer du bist. Und darum sage ich immer wieder, ich erkläre dir, was du bist. Das ist das Allerwichtigste. Setz dich zuerst als einen träumenden Geist. Und dann halte dich aus der großen Weltgeschehen heraus. Was natürlich jetzt auch schon wieder eine einseitige Aussage ist, weil du sagst, du hast zuerst einmal deine Rolle zu spielen. Ganz normal, oberflächlich betrachtet, verändert sich nicht das Geringste von dem Moment, wo du das jetzt wirklich verstehst, was ich dir erkläre. Träumst du weiter. Und du bist dann immer noch derselbe Mensch. Blau gelesen. Und du wirst dann nicht mehr groß diskutieren mit anderen. Du wirst dich über Corona nicht aufregen. Das ist so diese, da wenn ich ins Detail gehe mit der Genauigkeit, die ich fordere, ob das Physiker oder ob das Mediziner sind, dir wird immer mehr die vollkommene Geistlosigkeit dieser Figuren, das da sein müssen, das Funktionieren innerhalb eines Programms, das ist wie wenn ich Programmstrukturen von KIs anschaue. Wenn ich ein Video spinne mit vielen verschiedenen KI-Charakteren und ich analysiere nur dieses Programm, dann analysiere ich einen Menschen. Ich sage, ein Mensch, blau gelesen, der Enosch, ist auf die Computermetapher bezogen ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Du konstruierst mit deinem Intellekt Welt. Du bestimmst, ob die Welt eine Kugel ist, ob die Welt eine Scheibe ist, ob man übers Wasser laufen kann, ob Menschen fliegen können, wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist. Das ist Wissen. Das ist alles Wissen, das du in die Vorstellung bringst. Es ist eine Datei mit Daten, das du auf dem Bildschirm in Erscheinung treten lässt, wenn du der Computer bist. Du schaust dir immer deine eigenen Informationen an, die du aus dir selbst, aus deinem eigenen zum Denken benutzten Intellekt heraus generierst. Das ist das neue Weltbild. Das ist das, wo die komplette menschliche und religiöse Geschichte jetzt in einem Punkt zusammenfließt, der Holofeeling ist. Wir sind am Anfang des dritten Jahrtausends. Erstes Jahrtausend These, zweites Jahrtausend Antithese, drittes Jahrtausend Synthese. Erste Wachstumsstufe von der Befruchtung bis zur Pubertät. Zweite Wachstumsstufe von der Pubertät bis zu den Wechseljahren. Dritte Wachstumsstufe, die dritte der Synthese der Wechseljahre, der Wechsel in ein vollkommen neues System. Alle bestehenden Systemparameter werden verändert, werden vereinigt in eine große, das ist die Theorie für alles. Aber die Wissenschaftler, die meinen, das ist irgendeine kleine Formel oder was, nein, alles ist Religion, ist Leben, ist
Alles ist alles, nicht nur ein kleines arithmetisches System, wo ich eine Formel versuche, in Einklang zu bringen. Ja. Gefühle, all das gehört zu alles. Alles ist alles. Aber es ist eine hyperrealistische Matrix-Simulation, wo man nicht nur hier Optik, auch Schwerkraft, alles, Gefühle, Geruch, alles, was dich aufwirft, kommt aus dem Programm. So, jetzt lassen wir es gut sein. Es ist gut. Ja. Ja. Es ist gut, es ist sehr gut. Ja, danke. Absolut. Und umso mehr dir das bewusst wird, dass nichts böse ist, wenn was kaputt geht. Dass im Krimi keiner böse ist, wenn ich mir einen Krimi anschaue. Gedanken sind so, wie ich sie mir denke. Und selbst wenn ich an Menschen an mir böse denke, er ist dann nur böse, weil ich in mir den so denke. Aber es ist nicht der Sinn, den dann zu einem Guten zu machen. Das ist wie wenn ich sage, ich will keinen Regen mehr haben. Ich will keinen Krieg mehr haben. Ich will keine Zerstörung mehr haben. Dann hast du Stillstand, dann kann sich nichts Neues entwickeln. Das sind die einfachen Beispiele für Holofeeling. Wenn du nicht einmal so viel Geist besitzt, dass du das kindgerechte, einfache Verstehen und Erkennen willst, dass das das ist, was wirklich, wirklich ist. Wirst du leiden als Geist. Du wirst leiden bis in alle Ewigkeit und mir geht es am Arsch vorbei. Weil ich das Leid schon hinter mir habe. Ich kann nicht mehr sterben, ich bin schon tot. Ich bin schon so viele. Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Ich bin übrigens auch du. Ich will dein Leid abkürzen. Und was musst du tun? Nichts. Einfach nur aufmerksam werden. Aufhören, dich über irgendwas aufzuregen. Aufhören, das heißt auf den Schöpfer UB hören, der zu dir sorgt. Ärgere dich nicht mehr. Was zwingt dich in den Ärger? Das, worüber du dich ärgerst, nee, deine zwanghafte Reaktion, der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Was macht dir eigentlich Angst? Eine zwanghafte Reaktion auf ein paar Schriftzeichen. Auf ein paar Geräusche. Worte. Worte machen dir Angst. Sind Worte gefährlich? Es ist eine Frage der Definition. Ja. Diese zwanghafte, diese vollkommen undisziplinierte, aber dann doch wieder vollkommen arithmetisch programmgesteuerte Reaktion. Du bist glücklich als Brösel und der Brösel. Wir feiern ein Grillfest, irgendwas, egal was. Dein Handy klingelt, du gehst hin, falsch verbunden. Ja, macht nichts. Auflegen. Es klingelt das Handy wieder, du denkst, klingelingeling, du bist ein träumender Geist, du denkst an dein Handy, weil was ist jetzt schon wieder los? Dann gehst du hin und du hörst irgendeine Schreckensnachricht. Einige wenige Worte. Dein Mann, dein Kind hat einen tödlichen Unfall gehabt. Nur einige wenige Worte. Und dann schau, was in dir abgeht. Ist das deine Vorstellung von Freiheit? Ein rein programmgesteuerter Zombie. Zwanghafte Reaktion. Und das ist jetzt dort, dass du es erkennst. Das ist im Hintergrund, ist der Bruch, die absolute Quelle von Leid ist der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist der Gott für die Welt, die du dir jetzt ausdenkst. Jeden Menschen, den du jetzt denkst, egal wo du ihn denn räumlich oder zeitlich hindenkst, und das ist hundertprozentig sicher, der entsteht hier und jetzt durch dein Denken in dir. Der ist nur in dir. Der ist nicht da, wo du in den hindenkst, räumlich und zeitlich. Oder der war nicht in der Vergangenheit der Einstein oder der Hitler. Sofort überprüfbar, hundertprozentig sicher. Aufbauend auf den Intellekt. Eigene Meinung ist das nicht, was du hast. Du hast noch gar keine eigene Meinung. Deine ureigenste Meinung ist das, was ich dir jetzt erzähle, weil du nämlich ich bist. Ich sage immer wieder, dieses Ich ist kein Gedanke, das ist der, der sich das jetzt ausdenkt, der sich das anhört. Das kann nur Geist verstehen. Geist von meinem Geist. Das ist das Geschenk, das ich dir jetzt mache in dem Leben. Und wenn du es nicht annehmen willst, kein Problem damit. Ich werde immer wieder auftauchen. Aber du hast keine Vorstellung, was du eine Hülle in dir abbrennst, ohne dass dir selbst dabei was passieren könnte, wenn du jetzt auf dieses Angebot nicht eingehst. Wie gesagt, es ist an keine Bedingung geknüpft. Und dann doch wieder irgendwie, wir haben immer zwei Seiten, nämlich an deine geistige Reife. Die geistige Reife zeigt sich, indem du jetzt sprachlos da sitzt, stilles Eingeständnis und Schweigen. Schweigen ist Ruhe. Schweigen ist übrigens auch der Adam. Der Adam, der Rode,
Der schaut nämlich nur. Das ist die jüdische Übersetzung. Wir können das nochmal da eins dran machen. Er ist rot. Ja. Ich verstarre, ich verstumme. Ich bin ruhig. Hm. Und ich höre auf den Schöpfer UB. Du ja. musst nur rot lesen. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. 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 Das ist die große Erkenntnis. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Schau, Gott wünscht sich was. Mhm. Wieso muss ich Gott was wünschen? Ganz einfach, weil ich dir die Freiheit gegeben habe, dass du das selbst entscheiden darfst, ob du mir vertraust oder den Elite deiner Welt, deinen beraden Affen vertraust. Ob du geistlos nachäffenden Affen vertraust, wenn du das machst, bleibst du bis in alle Ewigkeit ein Affe. Und Ewigkeit ist für mich ein Nichts. Ja. Und alles gleichzeitig. So, jetzt spiel noch eine Runde Äffchen. Lass es auf dich wirken. Nimm dir die Zeit, du hast unendlich viel Zeit, dein Leben hört nicht in 20, 30 oder je nachdem, wenn du meinst, wenn du stirbst. In der Zukunft passiert nichts. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Nichts passiert, denn alles, was passiert, passiert hier und jetzt in diesem Spiel. So, jetzt lassen wir es gut sein. Bis gleich. Danke, bis gleich.